Diese neue App hier verspricht dich fürs Autofahren zu bezahlen. Neuere Fahrzeuge können sie einfach so installieren. Wir brauchten allerdings noch so ein Zusatzdevice hier. Im Selbstexperiment zeigen wir euch, wie das Ganze funktioniert, wie viel Geld wirklich dabei rausspringt und warum das Projekt Ähnlichkeiten zu Helium Mining aufweist. Die Dimo-App. Vernetzen Sie Ihr Auto mit der Zukunft. Das Projekt ist relativ neu, bei uns zugegen gänzlich unbekannt, und schaut man in den App Store, so hat sie gerade einmal 80 Bewertungen, 4,6 Sterne. Laut Webseite funktioniert es allerdings mit allen großen Automarken. 22.431 Fahrzeuge sind anscheinend verbunden. Und wie man an dieser Grafik sieht, kann man damit sein Auto überwachen, steuern, bekommt Benachrichtigungen bezüglich der Haltbarkeit von den Einzelteilen. Du siehst den Tank, Öl, Kilometerstände und für uns natürlich das Wichtigste, Dimo-Belohnung. Dahinter verbirgt sich nämlich ein ähnliches Projekt wie Helium Mining. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Videos oder auch das von Dave. Mit diesen Routern hier, die man kaufen und bei sich aufstellen konnte, wollten die nämlich ein großes globales Funknetzwerk aufbauen. Für zum Beispiel IoT-Geräte wie E-Scooter. Anfangs konnte man damit bei einer guten Location relativ viel Geld verdienen, weil die Rewards einfach so hoch waren. Dann gab es allerdings immer mehr negative Schlagzeilen und der Kurs ist nach unten gesunken. Ich gebe euch da später eh mal ein Update zu, weil ihr immer wieder gefragt habt, in das Video das gut reinpasst und ich von denen auch noch einen auf dem Dach habe. Das Unternehmen hinter Dimo, Digital Infrastructure Inc., welches 2020 in den USA gegründet und 2021 mit 9 Millionen gefundet wurde, will das Ganze jetzt für Autofahrer und später auch für andere Fortbewegungsmittel machen. Also ein weltweites Netzwerk aufbauen, was dann ein eigenes Ökosystem hat. Daten können dann untereinander geteilt, an Marktforschungsinstitute verkauft werden, Autowerkstätten, Finanzierer, Versicherer könnten mögliche Partner werden, die sich dann einkaufen, um langfristig die Bezahlung der einzelnen Fahrer und ihrer Daten zu gewährleisten. So zumindest in der Theorie. Damit die Daten allerdings erfasst werden können, benötigt man neben der App auch noch einen Hub, also einen Aktivitätstracker fürs Auto. Kostet auf der offiziellen Website $299 reduziert, mit Versand nach Deutschland $404,98 und der ist tatsächlich auch schon auf dem Weg zu uns. Alternativ kann man es auch beim offiziellen Partner Enchantment kaufen. Der sitzt in Stuttgart und bietet, wie ihr seht, auch Helium-Router an. Kostet dort 362 Euro, aber irgendwie auch 38 Euro Versand. Oder man fragt ein Hosting an, sprich die übernehmen die kompletten Anschaffungskosten und dafür gibt man dann wahrscheinlich einen Großteil der Rewards. Habt da auf jeden Fall eine Nachricht hingeschrieben, weil ich mal wissen will, wie der Split ist. Wir wollen aber 100% der Einnahmen und ich melde mich, sobald das Teil da ist. Gerät angekommen und wir haben es bereits auch eingebaut. Bevor ich euch jetzt aber zeige, ob und wie viel Geld wir mit der ersten Fahrt verdient haben, kommen wir an der Stelle zum Sponsor des heutigen Videos, welcher mal wieder Timeless Investment ist. Der ermöglicht uns nämlich tatsächlich erst diese ganzen Spielereien wie Gadget-Käufe und so weiter. Mit der App, wir haben sie ja auch schon in einem eigenen Video vorgestellt, kann man als Kleinanleger ab 50 Euro in begehrte Sammlerstücke investieren, die einem sonst nicht zugänglich wären. Man erwirbt dann Anteile davon und kann diese mit anderen Nutzern traden oder man wartet einfach bis Timeless sie mit Profit selber verkauft, wie ich das mit meinem Portfolio mache. Und hier seht ihr mal einige der Exits, die bereits gemacht wurden. AP Royal Oak mit 84% Wertsteigerung verkauft, Nike Yeezy Red Oktober mit 40% und das teilweise mit einer Haltedauer von nicht einmal 12 Monaten. Overall Performance von Timeless 53,2%. Was auch im gerade erschienenen Knight Frank Report nochmal bestätigt wird. Vintage-Uhren von Rolex sind um 10%, Cartier 12% und Patek Philippe um 7% im Wert gestiegen. Mit unserem Link bekommt ihr wie immer 10 Euro Startguthaben und supportet gleichzeitig unsere Projekte, also checkt es auf jeden Fall ab. Und jetzt an der Stelle aber zur Dimo-App. Hier erstellt man sich anfangs jetzt erstmal einen Account und hat dann die Möglichkeit, entweder wenn man bereits Erfahrung im Bereich Krypto hat, beziehungsweise schon mal in andere Projekte involviert war, seine MetaMask, also sein Krypto-Wallet auszuwählen. Oder, was ich echt super gut finde für Neueinsteiger, man kann auch einfach eine In-App-Börse machen, was wir jetzt hier auch getan haben. Zwei Stufen-Authentifizierung, PIN festlegen, Deutschland auswählen und dann kann man mit dem AutoPay-Device sein Fahrzeug auch schon direkt mit der App connecten. Einige Modelle brauchen das tatsächlich übrigens nicht mal, also die könnten sich diese ganzen Hardwarekosten sparen und einfach die interne Software via Smart Car verbinden und Tesla braucht nicht mal Smart Car.
Man bekommt dann allerdings weniger Rewards und hat anscheinend auch ein höheres Datenleak-Risiko, weil sie eben nicht nur bei Demo gespeichert werden, sondern auch bei den anderen Anbietern. Also haben wir den Stecker an dem OBD-Steckplatz des Autos angeschlossen, Zündung gestartet und den Barcode gescannt. Zweimal hat es nicht funktioniert, beim dritten Mal ging es und er zieht sich dann die ganzen Informationen des Autos in die App rein. Und was sehe ich jetzt hier? Den aktuellen Batteriestatus, den Marktwert des Autos, ich weiß nicht, ob das hinkommt, schreibt es gerne mal in die Kommentare und auch, wo unser Auto genau steht. Ob das aber wie bei Helium auch andere sehen können, werden wir uns nochmal anschauen, weil ich bin ehrlich, bei dem Projekt fand ich schon spooky, dass man auf der Helium-Karte genau die Location sah, wo sich ein Router befindet. Bei Fleet kann man jetzt einen ganzen Fuhrpark hinzufügen. Unter Marktplatz gibt es die ersten Demo-Swag-Artikel, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und man sieht auch schon die Partner. Wenn man dort einkauft, kriegt das Unternehmen Demo eine Provision, ist unten auch schön gekennzeichnet. Und man selber kriegt eben Demo-Token, also die gleichen, die man auch für das Fahren bzw. die eigenen Daten und die Übermittlung bekommt. Unsere Balance ist allerdings noch auf Null, weil die Daten noch verarbeitet werden. Deshalb sehen wir auch die anderen Sachen nicht. Aber wir könnten an dieser Stelle schon jemanden einladen. Dann würden wir 50 Demo-Token bekommen, die Person auch. Und nach aktuellem Kurs wären das 3,28 Euro. So. Die Location des Autos sieht tatsächlich nur der Besitzer. Es gibt keine Explore-Seite wie bei Helium. Und wir haben das erste Geld verdient. Und zwar wird man bei Demo wöchentlich bezahlt, immer montags, nicht auf Grundlage der zurückgelegten Kilometer, wie wir dachten, sondern je nachdem, wie lange man an das Netzwerk angeschlossen ist und wie viele Autos insgesamt dabei sind. Man startet Woche 1 bei Level 1 und steigt dann nach 4, 21 und 36 Wochen je ein Level auf, was automatisch einen höheren Reward bedeutet. Dieser User auf Twitter hat seine Einnahmen von Anfang an aufgelistet und genau wie hier vermerkt, haben auch wir 94 Demo erhalten, was nach aktuellem Kurs 8 Euro sind und wären wir jetzt schon 36 Wochen im Projekt, hätten wir 12 bekommen. Der Höchststand des Demo-Tokens lag schon bei 28 Cent, was einfach 26,50 für uns gewesen wären als völlige Newcomer. Und das war auch der Moment, wo eben viele YouTuber im amerikanischen Raum angefangen haben, Videos zu machen, so ey, passives Einkommen, 25 die Woche. Und viele haben, wie wir, halt so ein Device gekauft. Und das bringt mich an der Stelle zu dem großen Problem, was sowohl Helium hat, als auch Demo jetzt betrifft. Nämlich die Balance zwischen Leuten, die Daten bereitstellen, oftmals durch solche gekauften Router und andere Devices, und anderen Leuten, die diese Daten auch wirklich benutzen wollen und kaufen. Beim Helium Network wurden 2021 450.000 Router verkauft. Wir haben für unsere auf eBay Kleinanzeigen teilweise über 1.000 Euro bezahlt, weil sie einfach überall ausverkauft waren. Der Begriff IoT-Geräte, also Internet of Things, kam irgendwie auf und man sah einen Use Case. In der Realität haben die meisten dieser Devices aber einfach Bluetooth oder 2,4 GHz Netzwerke genutzt. Helium warb mit Partnern wie die bekannten Lime-Roller oder auch Salesforce und in unserem letzten Helium-Video haben wir genau bei diesen Unternehmen mal angefragt und die meinten, ja, wir haben das getestet, aber erstens sind wir nicht mehr dabei und zweitens hätte Helium niemals damit werben dürfen, weil wir einen NDA hatten. Mittlerweile sind diese Statements auch öffentlich. CoffeeZilla hat in seinem Video darüber gezeigt, dass im Juni 2022 der Data Use des kompletten Netzwerks gerade mal einen Wert von 6.561 Dollar darstellt. Viele vom Unternehmen als Data Use deklarierte Zahlen waren einfach Gebühren von neuen Routern, die angemeldet wurden oder eben Standorte, die man verschoben hatte. Sprich, es gab so gut wie niemanden, der dieses riesengroße Netzwerk wirklich für sein Unternehmen nutzte. Und das macht Helium mehr oder weniger zu einem Ponzi-System, wo eben neue Leute die bezahlen, die schon länger einen Router haben und irgendwann bricht das Ganze zusammen, aka der Coin ist fast nichts mehr wert. Jetzt sind sie zwar auf die Solana-Blockchain gewechselt, pushen 5G, also ein neues Netzwerk, was aufgebaut werden soll, wo man einen neuen Router braucht, der noch mehr kostet. Sie hauen Kopfgeld raus, wenn du einen bestimmten Standort hast, den dort aufstellst. Aber der Zweifel bleibt, wer kauft sich am Ende dort ein? Mittlerweile sind Status quo 50% aller Helium-Router offline. Zu Höchstzeiten hat meiner hier oben auf dem Dach 250 bis 330 Euro im Monat gemacht. Heute sind es ganz knapp 2 Euro.
Das klang jetzt vielleicht für den einen oder anderen Krypto-Enthusiasten ein bisschen hart, aber uns ist einfach wichtig, dass wir echte Ergebnisse zeigen. Und gerade zu Beginn solcher neuen Projekte sind die einfach meistens enorm gut. Und dann bricht irgendwie alles zusammen. Wir haben es am eigenen Leib erfahren und auf diese Risiken wollen wir nur hinweisen. Was man dem Dimo-Projekt zugutehalten muss, ist, dass sie tatsächlich gelistete Partner haben und vor allem, dass man mit vielen Autos auch ohne zusätzliche Kosten reinkommt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Bei Interesse geben wir auch nochmal ein Update, werden dieses Mal aber einen Teil der Rewards immer direkt in USDT umwandeln, um einfach das Risiko zu minimieren. Dafür braucht man dann aber doch die vorhin angesprochene MetaMask. Dort fügt man das Dimo Wallet hinzu und kann Dimo dann in USDT swappen, was 5 Cent Gebühren kostet. Wer den Dimo Token zu Coinbase schicken will, braucht dann noch eine Bridge von Polygon zu Ethereum. Denkt immer dran, wir tätigen die Investition zur Aufklärung. Wir lieben allgemein auch solche Gadgets oder Pionierprojekte, aber empfehlen euch immer lieber nur zuzusehen und wenn überhaupt nur Geld einzusetzen, welches ihr bereit seid zu verlieren. Sonst lieber bei dem Sponsor Timeless Investment vorbeischauen. Da sind die Chancen doch schon ein bisschen höher, wie wir gezeigt haben, mit einem guten Plus rauszugehen. Und ansonsten hoffen wir wie immer, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal. Jeden Sonntag 18 Uhr gibt es hier ein Internet-Experiment und natürlich auch gerne unten in den Kommentaren diskutieren. Und jetzt solltet ihr gleich auf dieses Video noch klicken. Müsst ihr eigentlich sogar.